Ja, vielleicht wird dir das auch so gut gefallen. Wer weiß. Es kommt drauf an, wie gut das Crafting-System ist. Crafting? Darauf lege ich den meisten Wert. Was willst du in WoW denn craften? Rüstung oder Waffen? Ja, es gibt Berufe, ja. Ja, wirklich, das weiß ich. Ja, aber da wirst du nicht die krasse Ausrüstung craften können, die es dann am Ende gibt. Also das verstehe ich auch wieder nicht. Berufe sind am Ende komplett nutzlos. Nicht alle. Zum Beispiel, was immer gut ist, wenn du Schriftrollen, jetzt Alchemie zum Waffen, zum Waffen, Trinken und so ein Scheiß. Alchemie und Kräuterkunde, damit du Tränke machen kannst, weil die, das ist wirklich so ein Beruf, der geht immer. Da machst du nichts falsch. Also, das finde ich gut, also. Nicht. Weil so. So Rüstung und Waffen herstellen ist eigentlich. Das wird noch lustig. Nur für die Vorlage, für das Aussehen der Waffe und der Rüstung. Alter Vater, ey. Verstehe ich auch wieder nicht. Also, es ist auch wie ein MMO, wo es überhaupt nichts bringt, überhaupt einen Waffenzuschmied auf den Meister zu machen. Aktuell nein. Das lohnt sich nicht. Früher war das wirklich so. Ja, genau. Bei Iron war es früher auch so. Warum machen sie das immer kaputt? Das weiß ich nicht. Wozu das Crafting-System überhaupt einbauen, wenn sie es sowieso jedes MMO denselben Fehler macht und es einfach nutzlos macht irgendwann? Weil sie zu faul sind, da einfach mal neue Rezepte reinzumachen. Ist das so schwer? Weil, wozu dann raiden gehen? Für Material, um die Scheiße herzustellen. Ja, das, nee, das, so funktioniert das nicht. Richtig, ja. Weil du sammelst ja Erze, um die Waffen oder Rüstung herzustellen. Ja, oder Leder. Die scheiß Erze kannst du auch in der Distanz kriegen. Muss ja nicht mal draußen sein. Von Bossen? Oder was? Was? Von Bossen? Ja, das kann auch sein. Irgend so ein komisches Kristallmonster-Viech, Alter, was dann irgendwas abpulst. So. Ja, jetzt wird's. Ja, was soll ich da antworten? Ja, schreibt Blizzard, die sollen ein ordentliches Crafting-System anbauen. Ja, vielleicht kommt da ja ein gutes. Weil ich kann jetzt nur sagen. Ich habe eher die Befürchtung, dass es noch weiter kaputt machen mit dem Update. Anders habe ich nicht kennengelernt. Das gibt mir auf jeden Fall ein ganz schlechtes Bild über generell über alle MMOs auf der Welt. Wenn jetzt sogar das Mutterspiel WoW sogar da das Crafting-System einfach nur so korrupt geworden ist. Naja, erstmal musst du sowieso, wenn du Level 1 bist, musst du ja erstmal sowieso hochkommen, weil das richtige Spiel fängt ja erst im Endgame an, sagen wir mal so. Ne? Ich baue mir eine Laterne. Nee. So. Und jetzt geht's ans Dach. Dach? Carlsson vom Dach? Carlsson? Nee, jetzt muss ich ein Dach bauen. Und das wird jetzt elendig. Was? Wollte ich auch. Ich hatte nur keine Ziegel, deswegen war ich jetzt faul. Fuck. Das gefällt mir nicht. Fuck this shit, I'm out. Das muss sich ändern, Leute. So geht das nicht weiter. Wann wollte Matthias die Arena machen? In 2-3 Wochen hat er gesagt. Damals. Wir müssen langsam um sein, oder? Ach ja. Aua! Fallschaden tot. Warte mal. Wo ist die Todesmeldung, Robert? Nein. Wo ist die? Nein. Sie hören und lesen. Uff. Oh! Ach ja.
Über eine Steinmauer kannst du nicht springen, ne? Nicht mehr. Ey. Frau. Ey, yo, Captain Jack. Plop. Wer hat da Discord nicht gemutet? Was? Echt, ey. Boah, ich sehe ja teilweise ab und zu Sterne hier, oder was ist los? Was? Bam, bam, bam. Ich bete für den Typen, dass hier wieder gut ist. Man ist ja leise gerade. Was? Dass die Blackstone gut aussehen. Ja. Ah. Spät für ihn. Musst aber in die Kirche gehen. Ich glaube nicht, dass Beten so gut für dich passen würde. Kirche? Was für Kirche? Erdbeer ist das wahre. Oh ja, Mann. Erdbeer ist mega geil. Oder Mango für sich. Nee, Mango ist nicht so meins. Nektarine oder Pfirsich? Mango habe ich zum Beispiel. Mango habe ich zum Beispiel gerade hier. Mein Monster ist nämlich Mango. Die Lehre des Mangos. Ich baue jetzt erstmal nochmal weiter die Häuser, bevor ich jetzt hier das komplette Stein wegballer für die Mauer. Ups. Na, jetzt. Vier. Obwohl, dadurch, dass ich mich gerade hier verbaut habe, ist mir das auf eine gute Idee gekommen. Oh no. Mensch, da bin ich richtig froh, dass ich mal CNC gespielt habe. Da fällt mir gerade was richtig Geiles ein. Könnte ich ja theoretisch auch so bauen. Wenn das hier die Mauer ist, habe ich bei CNC ja immer jede zwei Stück immer eine aufgemacht und habe da drinnen dann so einen Turm reingebaut. Das sieht genau so aus. Ach geil. Das kann ich hier auch machen. In Minecraft. Aua, Mann. Immer dieser blöde Falscher. Der tut weh. Musste überreden, dass er dir nicht mehr wehtut. Ja, mach mal. Ich kann den höchstens höher stellen. Dann bist du, da fällst du zwei Blöcke runter, bist tot. Nee, sowas macht man nicht. Wäre doch lustig, oder? Das ich würd's funny, funny winde. Funny frisch. Funny frisch, Chips frisch, ungarisch. Ja, ungarisch, ey. Die Scheiße nicht sehen. Ich könnte da kotzen, jedes Mal, wenn ich eine Tüte sehe. Wieso? Vom Gefressen von der Kacke. Überfressen. Wir hatten damals mit jemandem, mit dem ich befreundet war, der die Freundin von dem Vater war Vertreterin dafür. Boah, Money Boy. Ja, und die hat dann die ganzen Sachen mitgebracht, also die abgelaufen oder kurz vorm Ablaufen waren aus den Läden, durfte die dann mitnehmen. Ah, ja. Alter. Der ganze verkackte Keller war voll. Die haben so einen Vorratskeller gehabt. Da haben sich die Dinger stark gestapelt, ne? Du hast immer wieder reinkamst, hast du so quasi eine Tüte in der Hand gedrückt. Hier ist. Ja, bevor du es wegschmeißt, gibst du es halt wem, ne? Boah, ist gut. Ich konnte es nicht mehr sehen. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Bei mir auch so, mit den Getränken. Ja, wenn das zum Beispiel, mein Vater war auch zum Beispiel hier, wo hier liegt so der Kartoffelfee hergestellt wird. Stork! Ja. Beim Storch. Und also die Leute, du darfst zum Beispiel an den Fließbändern, darfst du so viel essen, wie du möchtest, davon. Was also, ist? Will ich mir so viel Toffifee reindrücken, Alter? Ja, das machst du einen Tag. Danach Das fängt nie wieder an. Danach zur Arbeit rollen, Alter. Ja, das hängt dir jetzt mal so raus. 3, 4, 5.
Ich werde voll paranoid, Alter. Ich denke immer, hier sind Namensschilder, aber hier sind gar keine. 1, 2. Alter, die Musik ist gerade so entspannt, wow. Ja, weh? Nee, Kakariko. Oh. Aber so eine ganz komm ruhige, so eine ganz ruhige Version. Komm zu mir. Nee, passt zu meinem Dorf ja auch gerade übelst gut. Komm zu mir. Einfach mal entspannen. Einfach mal richtig entspannen jetzt, ey. Schade, dass mein Dorf jetzt noch so klein ist. Dum, dum, du willst es dum, dum. Nee, das ist zu klein, oder? Nein, die Musik darf... Bitte, diese Musik muss nochmal abspielen. Ich hoffe, jetzt kommt nicht irgendwie so ein fettes Techno oder so. Baby-Metal. Das wird die ganze Stimmung jetzt kaputt machen. Mal gucken, was jetzt kommt. Jo, also, der Shuffle geht ja richtig heute ab, ey. Richtig am Shuffeln? Ja, Mann. Das vierte Mal Donkey Kong. Alter. Die unter Wasser, ey? Nee, die aus dem Dschungel. Hi, Jinx. Ja, die ist am geilsten, ey. Ja, ich kann die auch ganz oft häufig hören, habe ich kein Problem mit, aber ist trotzdem irgendwie voll übertrieben. Bei Super Smash Bros. Habe ich das so eingestellt, auf jeder Donkey Kong Map. Ja, aber das passt nicht zum Kämpfen irgendwie. Dum, 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 dum. Oder bei jeder Zelda Map, Gerudo Valley. Von Ocarina of Time? Ja, klar. Bin am überlegen, was ich als nächstes bauen soll. Von Zelda. Ich hab überlegt, hier Hylia-See, aber das traue ich mich nicht. Ist doch geil, wegen dem Wasser. Wegen dem Wasser ist mir das zu... Wieso? Ja. Hast du Angst vor Wasser oder was? Ja, mit Wasser... Da diesen... Ich finde in Minecraft so Sachen mit Wasser zu bauen ist echt... Das gefällt mir gar nicht. Ach, mit genug Schwämmen läuft alles. Gib mir Creative-Modus und ich mach dir das. Gib mir Creative-Modus, dann kann ich das selber machen. Da lacht er nur. Kann ich selber machen. Never ever. Du Lappen. Ey! Und zwar so ein ganz vertrockneter Lappen. Das kannst du dich nicht schenken. Jetzt kannst du PC verkaufen gehen wieder. Mann, klopp die scheiß Kack. Tür doch mal rechts hin, danke. Die Kreissäge sieht ganz sexy aus hier, muss ich sagen. Nee, den Tech-Shirt weg. Und war da am Dings umsetzen. Hellgraues Glas habe ich natürlich jetzt nicht mit. Geil aus, aber. Boah, ich brauche jetzt ganz viel Zaun. Dias, das Haus nimmt jetzt echt Form an. Also ich bin jetzt schon am Dach. Das ist doch gut. Luftkopf. Luftkopf. Ich wette, du kannst keinen doppelten Krabbenburger mit einem Bissen vertreten. Das hat er zu Sandy gesagt, ne? Ja. Dann BAM! Genauso auch der Satz. Wie lange kann sie das aushalten? Mhm. Ich weiß es nicht. Sandy ist ein Mädchen? Neptun sei mit ihr! Wie lange hält sie das durch? Ich hab keine Ahnung. Sandy ist ein Mädchen? Gott sei Dank, ich hab weiße Wolle. Scheiße, ich hab kein Holz. Ha, Holzkopf! Ey, ganz ruhig. Richtiger Gofi. Hm.
Jetzt hab ich wieder meinen geilen Stein nicht mit. Du hast. Harry Potter? Ich wollte eigentlich ich wollte eigentlich rauskicken, aber es ist doch der letzte, was ich geschrieben habe. Das Glück, dass ich das. Das ist das letzte gewesen, was ich geschrieben habe. So, Harry ist er doch gar nicht. Denkst du? Doch, bei Rolle. Jetzt kann ich ihn kicken. Hä? Nee, nee, sowas machen wir hier nicht. Nein, meine schöne Erde! Und dass diese scheiß Erde so weit nach unten tauchen muss. Nur weil du die abbaust, so, weißt du? Du hast kein Recht dazu, dass die einfach so wegfliegt. Palinka. Kalifa. Wer war denn das nochmal? Wer war das nochmal? Oh, Robert. Kalifa. Frag mal Matze. Was? Frag mal Matze. Mia. Danke. Weißt du es jetzt, Robert? Nein. Ja, weiß es immer noch nicht. Er ist noch zu unschuldig fürs Internet. Geil, so. So, was gibt's noch? Ah, denk an Arabien. Arabien? Hä? Mega. Unschuldig, das heißt, ja, da kann nur Porno sein oder sowas. Also ich weiß ja nicht. Sowas gehen wir hier aber nicht durch, du. Aha. Dass du dich nicht schämst. Dass du dich nicht schämst, dass du das nicht kennst, du Lappen. Ja. Wenn wir schon mal dabei sind. So, jetzt kommt wieder Windwaker-Musik. Wetten? Nee, schade. Das kam heute auch schon 1000 Mal. Ein Shuffle ist anscheinend nicht so gut. Ach was, was du nicht sagst. Was heißt hier überhaupt dein Shuffle? Das ist YouTubes Shuffle. Das ist ein anderer mir. Ja, muss ich die scheiß Playliste wieder neu anfangen. Penis. Ich hab jetzt mit Schweiß da 150 Songs drin oder so. Bam, bam. Was klackert Matze da eigentlich so rum? Guck mal, man hört ihn so irgendwie mit so gefühlt minus 20 Dezibel und trotzdem hat man seine Tastatur. Tja. Wer kann, wer kann. Was hat er gesagt? Das ist ein Wichser. Ach so, ich bin so ein netter Mensch. Ja, danke. Bitteschön. Bitteschön. Welcome to the Danger Zone. Welcome to Ice Kingdom. Ice Climber. Geh mal mit diesen Wichsviechern auf, du. Wichsviechern. Ich mag die beiden voll. Seit Super Smash Bros. Ist das Spiel für mich gestorben. Und wenn ich das auch nur höre, Alter. Wegen den Ice Climbers? Ja. Ja. Das sind zwei kleine Wichser. Das übertreibt ihr aber. Ne. Wow. Untertrieben. Das ist interessant. Richtige Pussys, ey. Nur weil die so schlecht sind. Nur weil die so verbuggt als fuck waren in Super Smash. Ich muss ja gestehen, ich hab das glaube ich noch nie gespielt. Da ist ja nichts Neues! Ah! Okay.
Ich hatte eben halt damals keinen, der das, glaube ich, hatte. Ja, dann ist alles richtig gemacht. Das musste, diesen Rotz muss auch keiner spielen. Es war ja eben halt so, man musste sich ja genau überlegen, was man haben wollte. Das Einzige, was du da hörst, ist... Was? Mit dem Knopfdruck. Weißt du es nicht, oder was? Jedes Mal, wenn du springst, dieses Geräusch... Was mit Mario, oder was? Oh, von den Ice Climbern meinst du jetzt. Danke! Ach so, das! Ja, das ist... ja, das war so. Ich hab das gehabt. Ich hab das gehasst. Mit den kleinen Vögeln, ey. Oh, hast recht, Robert, das ist 11. Wir müssen ausmachen. Was? danke, dass du gesagt hast, dass es 23 Uhr ist. Wollte nur. Also, wenn ihr wollt, dass Robert noch länger beim Let's Play mitmacht, dann es gibt eine Umfrage. Guck, wie viele Leute da jetzt noch Ja sagen. Da schreibt noch. Jetzt schreibt er noch mehr. Hören. Entschreiben. Alpha Telefon Münster. Fuck, Scheiße. Nein, 10, 22 Uhr, was nicht? 11, so. Oh. Ich lebe Also das ganze Stein hau ich jetzt hier auf jeden Fall noch weg. Das ganze Stein. Stein muss wachsen. Gut, dass ich jetzt den mache, den ich nicht brauche. Perfetto. Komm ich überhaupt hoch? Ja, die Antwort ist nein. Gibt es so ein... Also für so Leute, die Let's Player sind unter euch, ich weiß jetzt nicht, so Momente in einem Videospiel, was ihr mal damals gemacht habt, den ihr jetzt übelst vermisst? Ein Moment? Wo einfach... wo du im Teil des Spiels gewesen bist, was so dir richtig Spaß gemacht hat, also das aufzunehmen, wo du jetzt am liebsten zurückdenkst und denkst so, ach, die schöne Nostalgie von damals. Ja. Auf jeden Fall. Also es gibt auf jeden Fall einen Moment, an den ich mich bis heute immer erinnern kann, weil der so episch geil war. Das war vom Zelda Master Quest. Also quasi im Let's Play gab es eine Stelle, da habe ich mich echt köstlich amüsiert. Beim Master Quest? Ja. Beim Let's Play Master Quest. Genau. Das war... Ich habe da vorher noch nie Master Quest gespielt. Das war da also blind für mich. Ja. Und das war im Brunnen. Wo? Im Brunnen war das. Ach, welche Ironie, dass du da gerade drin steckst. Nee, tatsächlich bin ich gerade dabei, die Windmühle zu machen. Da wurde ich halt... Was? In dem Raum waren, weiß nicht, glaube ich, so 3 Zombies nebeneinander, die mich dann immer die ganze Zeit paralysiert haben, mich durchgenudelt haben und dann kam von oben noch diese Spinne, die mich dann zurück am Anfang geschickt hat. Die Spinne, sagt er. Ja, diese Hand da. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist eine Hand. Da dachte ich echt, oha, wie die mich alle geraped haben, ey. Muss ich mal angucken, um zu lachen. Kennst du noch die Folge mit General Nuke? Newton. General Tau, Entschuldigung. Mit seinem Crab-Headset. Ja, genau, der. Kannst du dich da noch dran erinnern? Ein bisschen. Ja, ich glaube, das war diese Fußball-Map? Ja, genau. Wo du übelst kein Geld hattest und ich dich kurz vorm Einfahren war, haben wir doch gegeneinander gekämpft und ich war dich kurz am Einfahren. Nee, sag mir nichts. Das kleine Dreckskind schickt die
diese Flieger vom Air Force, wo man Infanterie mit abwerfen kann. Und schenkt dir einfach so gefühlt 500.000 Geld. Wenn du die mit Kopfgeld 3 abgeschlachtet hast, alle. Ich war so am Ausrasten, ich hätte ihn töten können. Danach hat der Wichser auch nie wieder mitgespielt. Mach kein bisschen Wörter hier. Und was auch lustig war, Silas mit Drachenpanzern abzufacken. Das war auch nicht schön. Das Schreien höre ich immer noch in meinen Ohren. So sagt mir so ein bisschen was, ja. Der Teil mit dem, dass du fast da am Gewinn warst, das sagt mir jetzt gerade nix, aber das mit General Nuke, ja, das sagt mir was, ja. Das war mir klar. Der Teil hat Bilder vergessen. Ich kann nur an unserem epischen Sieg kann ich uns noch, kann ich mich erinnern. An welchen epischen? Wo dann oben links diese Meldung kam, General Matze wurde besiegt. Ja, ja. Ich kann das ja nochmal eben austesten. So. Wir können das ja nochmal nachstellen, die Situation. Wir gucken, was passiert. Wollen wir Shinobi Striker mal spielen, 1 gegen 1? Was für ein Striker? Oder Naruto Storm, wollen wir das mal 1 gegen 1 spielen? Operation Storm? Was? Was siehst du? Ja, von bei CNC die Mod Operation Firestorm war es. Meinst du das? Alter, ist dein Headset kaputt oder was? Ich antworte die ganze Zeit. Ich hab Naruto Storm gesagt, er sagt irgendwas mit Respiration, Alter. Du hast doch Operation Firestorm gesagt, oder? Wie kann man das falsch verstehen? Zu Operation Firestorm. Naruto Storm, was ist das? Ein Beat'em-up-Game. Das ist genau 1 gegen 1. Ja. Das, was du jetzt die letzten Monate suchtest, oder was? Ich hab's gerade gesagt. Das, wo du auch die ganze Zeit Contra suchtest, oder was? Ja. Na, siehste? Ausgeglichen. Ich hab jetzt seit Wochen nicht gespielt. Weil ich meine AOD kann das nicht mehr. Aus dem Grund spiele ich Contra auch nicht mehr, weil mir diese Leute im Öl auf den Sack gehen, die sich dann raufwichsen und immer. und immer dann sagen, ja, mach mal PvP und so einen Scheiß. Ja, lass mal PvP machen. Ich hab da noch ein paar Rechnungen auf. Aber Budaki, du machst doch auch bei diesem Spiel PvP, oder ist das Computer? Was für ein PC-Computer? Bei dem Naruto-Spiel, was du spielst, dieser Boruto to Naruto oder sowas. Da mach ich nur PvP fast. Ja, und was beschwerst du dich dann über PvP? Weil ich das Spiel auch jeden Tag spiele und den 24-7. Such dir, ey. Kontrast auch 24-7 gespielt. Ja, vor über ein Jahr. Das verlernt man doch nicht. Da bleibt man drin. Außerdem ist Stunde 0 generell ein Crap-Game. Beste. Das hat für mich mit Strategie nichts zu tun, wenn man Einheiten in jedem beschissenen Baum festhängt. Geht. So. Deswegen muss man das Spiel auch innerhalb der ersten 2-3 Minuten zu Ende bringen. Ein weiterer Faktor, warum ich das Spiel hasse. Diese scheiß Rumgerusche. Ja, aber eigentlich ist das Spiel ja darauf ausgelegt, ne? Na, siehst du, dann muss ich auch nicht spielen. Weil ich bin nicht drauf ausgelegt. Er ist schon alt, müsst ihr wissen. Mittlerweile. Du. Übrigens, die Musik spielt. Mein Segen wurde erhört, Alter. Die Kakari-Musik spielt wieder ab. komm mal zu mir. Leck mich. Du musst mir sowieso grad helfen, ohne Witz. Du musst mir sagen. Schick Marcel dahin. Zelda, komm mal her. Marcelda. Ich hab schon wieder die Reihenfolge vergessen. Zuerst Glas und dann die Blumen. Mensch. Ja, komm mal ran hier. Ich habe was Wichtiges zu tun, als einen Arsch nachzutragen. Ey, du musst mir helfen. Du musst mir sagen, ob da was besser aussieht. Das überzeugt mich jetzt nicht gerade mehr, jetzt dahin zu kommen. Oh, guck mal. Vor allem, wenn Kakariko-Musik läuft. Das ist perfekt. Ja, ich weiß, perfekt bei mir hier gerade mein Dorf zu bauen. Komm mal ran hier. Mineralwasser! Hast du? Mhm. Trinkst du gerade? Merkur Medium.
Verrecker in deinem Wasser da. Warum so garstig? Richtig, es muss garstig sein, ja. Richtig unfreundlich, ey. Bist du auch zu deinen Kunden so? Ja. Klar. Richtiger Tadeus, ey. Das soll nicht sein Laden. Das ist ein Selbstbedienungsladen. Können selber gucken, was sie was finden. So einfach so ein Laden auch. Wo sind die Ravioli-Dosen? Hinten rechts am Ende des Ladens. Der kennt sich aus, der Typ. Ne? Oder hat jetzt einfach random irgendwas gesagt? Tja, jetzt musst du nachgucken. Hast du das eigentlich gelernt oder machst du das auch nur so? Ich hab nichts gelernt. Ne? Ja, bringt ja eigentlich auch nichts. Ich verstehe auch die Leute nicht, die da eine Ausbildung machen. Weil du kriegst ja kostet mir nur Zeit und nur Nerven. Ja, du kriegst hinterher den gleichen Lohn, das ist ja irgendwie das Dumme da dran. Meine Freundin kriegt genau das gleiche an der Kasse wie die anderen Leute, die eine Ausbildung gemacht haben. Du solltest was lernen. Ich muss eine Ausbildung machen, indem ich jetzt 5 Produkte über einen Streifen ziehe. Das Witzige ist, dass sie, als sie da angefangen hat, hatten die dann einen Auszubildenden. Und er war im zweiten Lehrjahr und der durfte noch nicht an die Kasse. Und sie war den ersten Tag so dran. Da so, ja, gehen Sie mal in die Kasse. Machen Sie die Kasse mal. Und der steht so daneben. Opfer. Irre genommen. Richtig lächerlich. Geht doch.